Eine junge Frau beschäftigt sich mit dem dunkelsten Teil der deutschen Geschichte. Mit uns besucht Heidi Bennigkenstein zum ersten Mal das NS-Dokumentationszentrum in München. Lässt Dinge an sich heran, die sie fast ihr ganzes Leben lang ausgeblendet hat. Ich habe diese Gräueltaten, also den Holocaust und alle anderen Verbrechen, die da passiert sind, überhaupt nicht an mich rangelassen, weil ich ja von Anfang, von klein auf gelernt habe, dass das eine Lüge ist und dass ich das gar nicht glauben muss, dass das alles eine riesengroße Verschwörung ist. Und wenn man dann plötzlich empathisch wird und das an sich ranlässt und Mitgefühl entwickeln kann, ist das sehr heftig. Ihr Leben lang war Heidi Bennigkenstein Teil der rechten Szene. Vor 6 Jahren schaffte sie den Ausstieg aus dieser Welt, in die sie nicht einfach reingerutscht war, sondern in die sie hineingeboren wurde. Ihr Vater, ein strammer, szenebekannter Nazi, erzog seine Kinder völkisch-nationalistisch. Die Mutter ließ es geschehen. Heidi war noch klein, als die Eltern sie in Ferienlager der heimattreuen deutschen Jugend schickten. Eine rechtsextreme, inzwischen verbotene Nachwuchsorganisation. Das ist hier der Mitgliedsausweis gewesen. Den hat man bekommen, wenn man an einem Aufnahmeritual teilgenommen hat. Dann musste man stramm stehen, musste die Fahne mit einer Hand und einen Treueeid nachsprechen. Diese heimlichen Aufnahmen, entstanden zur selben Zeit, in der auch Heidi dabei war, geben einen Einblick in die HDJ-Lager. Nach dem Vorbild der Hitlerjugend wurden hier hunderte von Kindern militärisch gedrillt und ideologisch geschult. Fast alle sind heute noch in der Szene aktiv. Gedreht hat diese Bilder die Rechtsextremismus-Expertin Andrea Röpke. Heidi Bennigkensteins Insiderbericht bestätigt ihre Recherchen. Die Kinder sind antimodern erzogen worden. Sie sind oft man muss das ganz vorsichtig sagen, sektenähnlich erzogen worden. Ganz schockierend für mich persönlich ist, dass diese Kinder sehr frühzeitig mit Feindbildern aufwachsen. Sie wachsen immer mit diesem erhabenen Gefühl, zu einer besonderen Volksgemeinschaft, zu einer besonderen Gemeinschaft zu gehören, auf. Und von der verabschiedet man sich nicht so schnell. Im Gegenteil, man bekämpft dann das, was da außen ist. Wie Kinder mit allen Mitteln manipuliert werden. Das hat Heidi Bennigkenstein bei der HDJ früh erlebt. Das hieß, nachts auf einmal die Polizei kommt, wir müssen ganz schnell das Lager verlassen und fliehen. Und das klingt irgendwie so haha, lustiges Spiel, aber wenn man die Kinder, die da sind, die haben alle schon Erfahrungen mit Hausdurchsuchungen und sonstigen Situationen mit der Polizei. Und in der Situation haben wir dann uns angezogen und sind nachts in der Dunkelheit in den Wald geflüchtet. Ganz am Ende dieser Nachtwanderung wurde dann ein mit Ketchup verschmierter Schweinekopf angeleuchtet. Ja, und das sollte lustig sein. Fand ich halt in der Situation überhaupt nicht lustig. Ich hatte wirklich Angst. Doch die Indoktrination wirkt. Mit 15 tritt Heidi dem NPD-Jugendverband bei, ist voller Hass gegen Andersdenkende. Sie wird gewalttätig, prügelt bei einer Nazi-Beerdigung auf einen Antifa-Fotografen ein. Das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her, aber das sind so die Sachen, über die es mir heute noch schwerfällt, irgendwie zu reden, weil mich das irgendwie immer noch so betroffen macht und weil ich mich dabei einfach so schlecht fühle. Heidis Weltbild beginnt nach und nach zu bröckeln. Zusammen mit ihrem heutigen Ehemann Felix, damals ein rechter Liedermacher, distanziert sie sich von der Szene. Eine Situation, die man so ein bisschen als Schlüsselerlebnis sehen kann, ist die Situation, dass ich mit 17 Jahren schwanger war und mich damit auseinandersetzen musste, wie ich mein eigenes Kind erziehen möchte und dann so schlagartig eigentlich dann gemerkt habe, dass das überhaupt nicht das ist, was ich mir für mein Kind wünschen würde. Heidi und Felix Bennigkenstein werden auf der Gegenseite aktiv. Sie wollen aufklären, andere Aussteiger beraten. Ohne einander hätten sie den Absprung wohl nicht geschafft. Denn wer die rechte Szene verlässt, steht meist völlig alleine da. Das bedeutet auch gerade für die Frauen einen totalen Bruch mit der ganzen Familie. Es ist ein Ausstieg, nicht so wie oft bei den Männern, nur die einfach die Kameradschaft oder die Partei zu verlassen, sondern es ist wirklich eine radikale Verabschiedung von den ganzen Lebensformen, von der ganzen Lebensführung, von den ganzen sozialen Kontakten. Und daher ist sie natürlich auch eine der Ausnahmen. Und es ist umso wichtiger, dass sie auf die vielen, vielen im Hintergrund hinweist.
Mit ihrem Erfahrungsbericht würde Heidi gerne auch Menschen in der rechten Szene erreichen, die raus wollen, aber nicht wissen, wie. Ihr selbst ist es erstaunlich leicht gefallen, ihre alte Identität aufzugeben. Das klingt so schizophren, aber die Person, die ich damals war, ist ja irgendwie so eine ganz andere Person, als ich heute bin. Und das ist so getrennt voneinander, dass vieles, was ich damals gedacht und gesagt habe und wie ich mich verhalten habe, überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist für mich. Heidi Bennekenstein liefert erschreckende Einblicke in ein lange unterschätztes, rechtsradikales Milieu. Und sie erzählt von einem mutigen Neuanfang. Eine beeindruckende Geschichte.